Weiter geht's. Jetzt wird nach den 5 Runden ohne Abnahmen wieder eine Runde mit Abnahmen gemacht, und zwar nach jeder vierten Masche. 2 habe ich schon, 3, 4 und auch nur noch in eine Richtung. Ich stricke 2 Maschen rechts zusammen. Und wieder 1, 2, 3, 4, 2 zusammen. 1, 2, 3, 4, 2 rechts zusammen. Nochmal zurückgestrickt. Das war nicht richtig. So. Und so macht ihr das jetzt die ganze Runde. 4 Maschen stricken. Moment. Da bin ich wieder. Also 2, 3, 4. 2 zusammen rechts stricken. So, und jetzt erzähle ich euch, das geht also diese ganze Runde so weiter. Jetzt erzähle ich euch die weiteren Runden. Hiernach werden 4 Runden ohne Abnahme gestrickt und dann wird wieder eine Runde mit Abnahmen gestrickt, und zwar nach jeder dritten Masche, also 3 Maschen rechts stricken und dann 2 Maschen rechts zusammenstricken, wie ich es euch jetzt hier auch gerade gezeigt habe. Nach der Runde werden 3 Runden ohne Abnahmen gestrickt. Dann nach jeder zweiten Masche 2 Maschen rechts zusammenstricken, 2 einzelne Maschen rechts stricken und dann wieder 2 Maschen rechts zusammenstricken. Und danach werden 2 Runden ohne Abnahmen gestrickt. Und danach könnt ihr nochmal eine Abnahmerunde machen, falls das nötig sein sollte. Also nach jeder zweiten Masche 2 Maschen rechts stricken. Und dann 2 Maschen rechts zusammenstricken. Genau, dann wieder 2 Maschen stricken, 2 Maschen rechts stricken, 2 Maschen rechts zusammenstricken. Und dann macht ihr wieder eine Runde dazwischen, ohne Abnahme. Und dann wiederholt ihr das. 2 Maschen stricken, 2 Maschen rechts zusammenstricken. Immer in einer Runde. Weil so werde ich jetzt auch arbeiten. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, wie ich es euch jetzt erklärt habe. Wenn nicht, Kommentarfeld, Kommentarfunktion nutzen. Dann kann ich es euch noch mal erklären. Das ist kein Problem. Also, jetzt erstmal nach jeder vierten Masche 2 Maschen rechts zusammenstricken. Dann kommen 3 Runden ohne Abnahmen. Einfach nur rechts stricken. Danach, nach jeder dritten Masche 2 Maschen rechts zusammenstricken. Dann 2 Runden ohne Abnahme. Dann nach jeder zweiten Masche 2 Maschen rechts zusammenstricken. Und dann nur noch eine Runde drüber stricken. Und in der nächsten Runde die Abnahmen, falls sie noch nötig sein sollten, nach jeder zweiten Masche rechts stricken, 2 Maschen rechts zusammenstricken. Und das war's. Ja?
Dann sollte euer Halsausschnitt so, ja, also ich weiß nicht, wie viele Maschen ich hier brauchen werde für den Halsausschnitt. Ob 90 Maschen oder weniger. Ich weiß es noch nicht. Ich muss es dann selber schauen. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich den. Danach mache ich dann nämlich dann im Bündchenmuster zwei rechts, zwei links weiter. Und stricke den Kragen, also die Blende, stricke ich dann sofort weiter mit hoch. Aber das kann ich euch auch gerne dann zeigen, wenn ich denn selber soweit bin. Okay, bis zum nächsten Mal, bis zur Fortsetzung.